Die Lokführergewerkschaft GDL hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn einen neuen mehrtägigen Streik angekündigt. Laut Gewerkschaft soll es ab Mittwoch um 17 Uhr Arbeitskampfmaßnahmen im Güterverkehr geben. Ab Donnerstag um 2 Uhr morgens sollen dann Arbeitsniederlegungen im Personenverkehr folgen. Enden sollen die Streiks am Dienstag kommender Woche um 2 Uhr früh. Zur Begründung erklärte die GDL, die Deutsche Bahn habe weiterhin kein akzeptables Angebot vorgelegt. Daher gebe es zu dem dritten Ausstand in der laufenden Tarifrunde keine Alternative. Streiks bei der Bahn gab es im August bereits zweimal. Die GDL fordert eine Lohnerhöhung von 3,2% sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro und bessere Arbeitsbedingungen. Die Bahn bietet zwar 3,2% mehr Lohn, will die Stufen aber später umsetzen und fordert eine längere Laufzeit des Tarifvertrages. Der Konzern nannte zudem in den Verhandlungen über eine Corona-Prämie keine konkrete Zahl. Die GDL-Spitze sprach in diesem Zusammenhang von Provokationen und Desinformation.